Hallihallo, ich muss mich erstmal hinsetzen. So, hallihallo bei diesem Video. Mein Name ist Agnes Johanna und heute, siehst du, habe ich auf dem Tisch Billigkram. Ja, auch ich habe manchmal Actionklamotten hier. Werbung natürlich ohne Auftrag, wisst ihr ja. Und ich wollte euch aber mal zeigen, was man mit diesem Universal Canvas, was jetzt relativ neu ist. Also ich habe es vorher noch nie gesehen, vielleicht war ich auch einfach nur blind, weil ich schon lange nicht mehr da war. Ich hatte das auch tatsächlich gar nicht beim Action entdeckt, sondern auf dem Instagram-Account Coco Schmaus von der lieben Cornelia. Und die hatte nämlich aus meinem Sunflower Magic, hatte die ein Journal gebaut und hat so was ganz Tolles gemacht, nämlich diese Canvas, Universal Canvas benutzt. Das ist für Acrylik, Öl, Gouache und was auch immer. Und zwar ist das Papier, also kein Papier, das ist Leinwand, die halt in A4-Größe ist und die ist hier, glaube ich, schon mit Gesso. Also hier ist sie rau und hier ist sie schon mit Gesso eingeschmiert. Darauf kann man quasi wie auf einer Leinwand malen. Das ist klar wie so eine Mini-Leinwand. Ne? Das sind immer 10 Dinger in so einem Teil. Und ich werde heute nicht nur dieses Papier brauchen, sondern ich werde diesen Cardstock, der da hinten dran ist, weil der ist nämlich mega stabil, den werde ich nämlich direkt hier gleich mal abtrennen. Denn ich werde heute mit dir das Cover für mein neues Journal bauen. Und zwar das Journal Frosty Greenery. Wozu es auch das passende Papier als digitale Version in meinem Shop gibt. Und die gab es auch als handgemachte Version. Und die kommt aber auch nochmal wieder. So, ich habe das jetzt mal so ausgedingst. So, das werde ich mir dann irgendwo hin tun. Keine Ahnung. Das hier, das ist eine schöne Schablone für eine Jellyplate. Also man kann alles wiederverwerten, wie du siehst. Man kann daraus auch direkt schon ein Guckloch machen. Hier hinter Folie, da eine kleine Pocket. Möglichkeiten über Möglichkeiten. So, normalerweise, also ich meine, ich habe ja einen eigenen Shop, ich habe eigene Bastelsachen, aber es gibt natürlich Dinge, die verkaufe ich nicht. Und das sind zum Beispiel solche Dinge wie dieses hier. Deswegen gibt es bei mir auch mal ab und zu Action-Sachen zu sehen. Nur falls du dich jetzt fragst, was mit mir los ist. Nein, ich hatte ja schon öfter mal Action-Sachen. Und zwar gucke ich jetzt, dass ich das hier, ich muss mal gucken, ob ich das unfallfrei, nein, bekomme ich nicht ab. Das heißt, ich werde das sauber abschneiden hier einmal und zwar mit einem Cutter. Und dann werde ich mir das ausmessen. Und dann werde ich dir zeigen. Ich habe das nämlich schon bei einem der letzteren Videos, habe ich euch das schon gezeigt. Ich glaube, war das, welches Video war das? Mit der Jellyplate, glaube ich. Da hatte ich euch schon gezeigt, was ich daraus gemacht habe. Nämlich nicht aus dieser Pappe, sondern aus den Leinwänden. Aus diesen Leinwänden hier. Ne? Die kannst du also bemalen und damit dein Cover umkleiden. Mit Acryl kannst du die bemalen oder Gouache oder, naja, Acryl oder Gouache eigentlich. Oder Öl halt. Aber wer malt von uns schon mit Öl? Ah, das ist mir zu viel Arbeit und zu viel Aufwand. Acryl geht. Gibt es auch in kleinen Tuben, wenn man da nicht so viel von braucht. Und ja, kann man ganz gut nehmen. So, jetzt werde ich einmal gucken. Das ist ja A4. Und ich werde mir daraus Vorder- und Rückseite machen. Das wird nämlich ein Hardcover-Buch. Und ich finde, es ist ultra schwierig. Also man kann natürlich auch so Buchkarton kaufen, ne? Aber das hier, das ist schon mega geil. Ich werde das mir, glaube ich, genau in der Mitte aufteilen und den Rücken werde ich mit irgendwas anderem machen. Also ich werde jetzt nicht aus dem ganzen Ding Rücken bauen. Wir haben 29, war ja klar. Er ist ja auch A4. 29 und etwas, ich habe ein bisschen abgeschnitten. Ach, also 15 wäre bei 30, das heißt, wir sind bei 14 und 14 sind 28, 29, 14,5 und noch ein bisschen. Dafür justiere ich das einfach hier mal ein bisschen genau auf die zwischen 29 und 1 ein bisschen und dann werde ich mir das hier teilen bei 14,5. Richtig? Ich hoffe ja. 14,5. Moment. Bevor ich das anmarke, mache ich es mir doch noch einfacher. Ich nehme einfach ein Geodreieck. Dann habe ich nämlich genau die Mitte. Boah, ich habe im Moment voll die dämliche Lache. Manchmal hat man ja so, macht man ja so komische Dinge. Und zwar bin ich bei 14,6. Und dann habe ich nämlich hier genau die 0. Ah! Und dann wollen wir das auch alles ein bisschen schön parallel ausrichten. Und zwar wäre das einmal hier. Und das mache ich natürlich das gleiche nochmal von der anderen Seite, damit ich nachher einen geraden Strich habe, wo ich entlang schneiden kann. Diese Pappe entlang zu schneiden, wird bestimmt eine fantastische Herausforderung. So, 14,6, hier auch 14,6, das ist genau. So, und wenn ich das jetzt hier zusammen mache, müsste das eigentlich parallel sein. Und genau auf der richtigen Höhe.
dass ich Vorder- und Buchrücken zusammen habe. So, ich hoffe, dass ich das jetzt gut gemessen habe, weil ihr wisst ja, ich bin die Queen des Pi mal Auge. Deswegen ist das immer so eine Sache mit gerade. Aber ich weine auch nicht, wenn es nicht gerade ist. Ist nicht so schlimm. Kommt in den besten Haushalten vor, ne? Das, was schief hängt. Und wenn es der Haussegen ist, was soll's. Oh, so. Okay, hier muss man jetzt ein bisschen scharf werden. Und zwar werde ich das mit dem Cutter machen. Und mein Metallding. Weil ich fürchte, anders komme ich da nicht durch. Und mit der Schere bin ich jemand, der total schief schneidet. Also ich kann mit der Schere überhaupt nicht gerade schneiden. Das ist wirklich eine mega Herausforderung. Deswegen werde ich das ganz sachte und ganz präzise hier schön mit dem Cutter mich langsam durcharbeiten, bis ich merke, ich bin durch. Und das geht super gut. Also mit dem Cutter muss man nicht beim ersten Mal durch sein. Nur für die Neuen, die das noch nie gehört haben, ne? Immer mehrfach schnibbeln. So, ich freue mich so sehr auf dieses Cover und ich werde es mir diesmal richtig cool machen, denn ich werde die einzelnen Signaturen auch einzeln erstellen. Ich werde sie nicht vernähen. Und zwar werde ich es diesmal so machen, dass ich sie mit Gummiband einziehe zum Herausnehmen, weil ich möchte ein dickes, fettes Buch daraus machen. Also so. Nein, natürlich nicht. So etwa, keine Ahnung. Ich denke mal mit so einem 5 cm Rücken. Ja, es ist deutlich weniger, 5 cm. So, so ungefähr soll es werden. Und dann habe ich mir überlegt, das ist ja eigentlich ganz cool, wenn ich da Bänder reinmache, dann kann man die einzelnen Signaturen rausnehmen und auch da drinnen was schreiben. Ne? Weil sonst, wenn du so einen dicken Schinken hast, ist das auch nicht ganz so einfach. So, also, dieses Cover, was ja so schön ist, innen werde ich das natürlich verkleiden mit dem Designpapier. Ich werde auch die Schnittkanten nach innen oder nach außen. Nee, ich werde die nach außen machen, damit hinten der Rücken richtig schön gerade ist. Ja? Ist das denn richtig schon gerade? Ich habe scheinbar doch ein bisschen schief geschnitten. Hä? Wo habe ich denn jetzt was abgeschnitten? Alter. Ich lasse das jetzt so liegen hier. Und zwar, das soll nach innen, weil das kann ich nachher besser verkleiden. Und ich werde das so machen, dass ich quasi die hübschen Seiten außen, die werde ich jetzt gleich hier schön bearbeiten. Und man kann das dann ja auch noch ein bisschen mit Spitze verzieren oder so. Und das heißt also, es ist nicht schlimm, wenn diese Ecke hier nicht ganz so gerade abgeschnitten ist. Was gerade sein sollte, ist tatsächlich hier der Rücken. Und da habe ich natürlich auch schon ein bisschen selber versucht, dieses Papier abzumachen. Deswegen ist das so blöd geworden. Mal gerade gucken, ob ich das, was man auch nehmen kann, um etwas gerade zu bekommen, wenn das so blöd ist. Achtung, Schleifpapier. Wenn mir das so ganz blöd absteht. So kleine Fissel, die man so gar nicht abschneiden kann. Kann man auch Cardstock ein bisschen schleifen, ne? So. Okay, das ist also meine Innenseite und wir werden uns heute um die Außenseite kümmern. Und ich hatte ja schon erwähnt. Hier drauf. Gedruckt auf dieses Zeug und das ist so dermaßen geil. Also, das hier ist meine Seite und du siehst, es ist extrem hell geworden. Das liegt natürlich auch an meinem Drucker und ich bin mir sicher, ich hätte das auf dem PC, hätte ich das auf dem PC ausgedruckt, hätte ich vielleicht noch ein bisschen was machen können mit festerem Druck. Also mit einem Druck, der mehr eingebrannt wird, der einfach sich mit dieser Struktur hier verbindet, ja. Das ist aber wieder so eine Experimentiererei und ich glaube, ich habe es einfach mit schwerem Papier gemacht, weil das ist wichtig bei meinem Drucker, weil dann macht er das halt ein bisschen heißer, das Ganze, weil ich habe einen Laserdrucker und dann druckt er das auch so, dass die Farbe hier nicht abgeht, ne? So, und dass die auch richtig hält hier auf dem Papier. Da muss man immer auch gucken, welche Temperatur bzw. welche Papierart man gewählt hat. Man kann ja wirklich viel wählen bei guten Druckern, da hat man viel Auswahl, wo man ein bisschen wählen kann, wie das Papier beschaffen ist, dann druckt er jedes Mal auch ein bisschen anders. So, das ist das eine und das wird jetzt hier eventuell von einer, also das ist ja A4 und das, was ich hier habe, ist ja auch A4 und ich habe ja diese weiße Kante, die habe ich ja immer und hier siehst du schon, hat da das Papier ganz blöd eingezogen. Das heißt, obwohl, naja, gut, sonst hätte ich hier auch noch schneiden müssen. Ich lasse das aber so mit dieser Kante, weil ich werde die einfach inken, das wird man nachher nicht sehen, da kommt nämlich noch was drüber. So, jetzt muss ich gerade einmal überlegen, wie ich das am schlausten mache. Ich nehme mir erstmal vor, ich werde mir das erstmal notieren, quasi. Das ist jetzt innen. Innen und das ist auch innen. Ich schreibe innen dahin, sonst weiß ich es. Sonst denke ich nachher, das ist eine 1. So, innen. Und das hier ist die Außenseite. Ja?
außen, damit ich das nachher nicht verwechsel. Weil, obwohl das eigentlich völlig Latte ist, überlege ich gerade. Ja, es spielt überhaupt gar keine Rolle. So wird das Buch. Also, ich fange jetzt hier einfach an. Und zwar werde ich gucken, dass ich mir dieses Buch genau in der Hälfte nehme. Diese Leinwand. Und auch versuche, in der Hälfte gleich durchzuschneiden. Ich hoffe, dass mir das gut gelingt. Denn das ist natürlich jetzt so von der Textur her was ganz anderes. Und ich habe mir gerade überlegt, ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich das mache. Nämlich auch mit dem Cutter. Vielleicht mit einem, der noch ganz neu ist. Oder relativ neu ist. Und dann werde ich das so schneiden wie Tapete. Das geht super. Passt auf eure Finger auf. Ah, wunderbar. Mega gut. So, jetzt habe ich mir das abgeschnitten. Und jetzt werde ich das nämlich hier drauf machen. Dann habe ich hier wie so eine Leinentextur. Ja, also ein eigenes Leinenbuch. Ein Folk-Leinenbuch sozusagen. So, und jetzt muss Agnes ganz stark überlegen, mit was sie das denn klebt. Ich will natürlich auch nicht, dass es nachher abgeht. Ich würde sagen All-Purpose, also dieses für alle Oberflächen. Ich habe auch noch Textil. Textil ist aber, weiß ich nicht, weil das ist ja mit Gesso. Ich würde Techie Glue traue ich jetzt nicht ganz so. Ich würde jetzt doch etwas nehmen, wo du wirklich einen Alleskleber hast. Oh, das geht, das ist auswaschbar. Vielleicht etwas, was nicht auswaschbar ist. Hatte ich nicht noch so ein... Ah, ich habe ja hier noch den echten Techie Glue, habe ich ja auch noch. Super thick. All. Den habe ich mir bei Ines gekauft. Dries clear and flexible. Non-toxic. Was steht hier noch? Super thick, bla bla. Das ist... Holds hard to hold items. Also es hält auch hart zu haltende Dinge. Like felt. Ich weiß nicht, was felt ist. Foam, beads, stones, jewelry on contact. Also jewelry hält er sogar. Ja, Juwelen. Wir nehmen den. Ich probiere den jetzt. Ah, aber bitte nicht meine Nägel an meinem Buch festkleben. So, jetzt muss ich ja mal gucken, dass ich das hier unfallfrei abbekomme. Und dass ich das direkt hier am besten entsorge. Und dann gucken wir mal, ob ich mit dem hier besser klarkomme. Den benutzen ja wirklich auch viele. So Bastelfreunde. Bin ich auch einer, den man so, glaube ich, dann benutzt. Steht ja auch schon so drauf, dass man den so dann hat. Und ich werde jetzt ganz einfach das hier alles schön damit einkleistern. Er geht schwer. Er geht wirklich schwer. Das ist aber, das ist wohl so. Das hier ist aber auch super thick, sehe ich gerade. Ich habe ja noch den anderen, diesen Gold. Vielleicht ist der nicht ganz so dick. Aber es ist jetzt egal. Ich mache das jetzt so, damit es nicht zu feucht wird. Also es ist wahrscheinlich super geil für wirklich kleine Sachen, die man festkleben will und wo man ein bisschen präzise mitarbeiten möchte. Ist dann bestimmt mega. Was man hier jetzt auch noch machen kann, ist ihn natürlich auch verteilen. Es gibt viele Menschen, die das mit ihren Fingern tun, aber da bin ich echt eigen. Das mag ich nicht. So, ich werde jetzt einfach dieses ganze Ding hier einfach drauf machen. Also ich habe jetzt quasi, es wird so mega geil, ne? Das wird so mega geil. Du wirst staunen, was ich daraus bastel. Ich habe nämlich hier was ganz Cooles vor. Mal gucken, ob das überhaupt so funktioniert, wie ich mir das nachher vorstelle. Das ist ja doch manchmal ein Problem. So Vorstellung und Realität. Also, ich werde das Video speichern auf jeden Fall in der Playlist für... Junk Journal Erstellung, das heißt also, du kannst dort auch dann gucken, wenn du schon weitermachen möchtest und das nächste Video noch nicht online ist, dann kannst du natürlich schon ohne mich weitermachen und gucken, wie du jetzt Signaturen nähen kannst und all solche Dinge. Ja.
So, jetzt gucken wir mal, ob dieser goldfarbene, wie der so in seiner Beschaffenheit ist, okay. Und ob der sich besser rauslösen lässt. Also es muss ja einen Unterschied geben bei den Dingern. Der eine ist fast dry, also der geht wohl sehr schnell trocken. Also der trocknet wohl schnell. Aber warum muss das so komisch abstehen? Ja, scheinbar. Okay. Oh, jetzt hätte ich es fast hier drauf gemacht. Jetzt gucken wir mal. Ja, der ist genauso dick. Ich weiß nicht, wo jetzt der Unterschied ist, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Ja, vielleicht ist der ein bisschen dünner. Ja, vielleicht ein bisschen. Aber er ist auch kein Dingsbumskleber. So. Aber er steht geil. Das gefällt mir schon mal richtig gut. Könnte sein, dass das eventuell vielleicht doch ein Kleber wird, den ich öfter zu mir einlade. Der ist auch so schön breit, dass der wirklich super steht, ne? Also, finde ich nicht schlecht. Nur die ganze Zeit das Gefühl, ich habe den falsch zusammengedreht, weil der hier so eine dicke Lücke hat. Muss das so? Also, wer hat den? Wer kann mir sagen, ob das so sein muss? Oder bin ich einfach so bräsig? Ja, amerikanische Marke ist das. Ja, was auch immer. Genug gequatscht über Kleber. Ich habe keine Lust mehr, über Kleber zu quatschen, weil Kleber ist so für mich so echt ein Triggerthema. So, was man jetzt machen kann, ist natürlich auch eine Seite so benutzen. Als Rückenteil, was man später dann umkleidet. Ne? Also das könnte man jetzt so machen. Dann hätte man zumindest die gleiche Struktur auch auf dem Rücken von dem Buch. Das weiß ich aber noch nicht, ob ich das so mache. So, also im Prinzip Cover fertig. Nein, natürlich nicht. Das habe ich ein bisschen schief geklebt, wie ich gerade sehe. Das ist bestimmt auch noch so ein bisschen. Oh, guck mal. Das habe ich jetzt richtig feste gemacht. Sollte man vielleicht auch, damit das vernünftig klebt. Ruhig richtig festmachen. Richtig gerade machen. So. Ja, passt. Das passt so. Und jetzt. Jetzt kommt der Clou. Und die, die mein Dingsbums-Video gesehen haben, war das das Jellyplate-Video? Ich glaube ja. Die werden jetzt wissen, was jetzt kommt. Oder es sich denken können. Oder was, keine Ahnung. Und zwar habe ich mir ja auch eins der Papiere auf Overhead-Folie gedruckt. Und das kommt jetzt dann noch mit drauf. Und das wird mega. Das wird so mega. Und zwar muss ich jetzt natürlich gucken, wie ich mir das hier teile. Ich habe da ja schon so eine Idee, wie ich das mache, aber ich bin noch nicht sicher, ob das klappt. Also ihr dürft echt gespannt sein. Ich werde das jetzt erstmal auf die Hälfte teilen. Wait, ich muss kurz nachdenken. Ja, ey, das wird mal eine richtig geile neue Bastelidee hier. Also ich hoffe, dass sie neu ist. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hat das schon längst jemand mal gemacht. Nur ich denke, ich bin so voll der Geek und denke mir Sachen aus. Dabei sind die schon uralt. Kann sein. Ich übernehme keine Garantie. So, und zwar sehe ich jetzt hier bei meinem ungefähr genau, wo er gedruckt hat. So ungefähr genau, ne? Das ist immer schön, wenn ich mich so lustig ausdrücke. Ist aber auch egal. Muss nicht ganz so konkret sein. So, ich lege jetzt aber die Folie genau an die Kante, damit das so halbwegs gerade ist. Und gucke, wenn ich das hier anlege, dass ich dann hier auch so schneide, dass das passt. Wo ist denn jetzt meine Metall? Da ist die drin. Und zwar würde ich das jetzt hier einmal durchschneiden bei 12. Passt das? Ne, 12 macht das Sinn? 12 und 12 sind 25. Ne, Dings hat fast 30. Ne, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Warte mal. Also, ich muss noch mal die Folie nehmen und jetzt einmal gucken. Die hat doch ja, fast 30. Ich liege jetzt so halbwegs mittig ein bisschen. Und dann werde ich hier bei 15 durchschneiden. Und dann werde ich das später noch fein justieren, wie auch immer. Also, bei 15 wird hier geschnibbelt. Einmal anlegen. Und das geht auch ganz schön mit einem Cutter. Allerdings muss man echt bei Folie aufpassen, dass die einem nicht wegrutscht. Weil die ist nämlich manchmal echt flutschig. So, geht aber sonst ganz gut.
Und so sieht man überhaupt gar nichts, unscheinbar ohne Ende. Aber wenn man die dann hier drauflegt, dann ist das mal richtig geil. Wa? Also das kommt jetzt natürlich nicht hier drauf, sondern das kommt hier drauf. Und zwar die raue Seite, bedruckte Seite, kommt nach innen, damit mir das nachher nicht abgeht. Weil wenn du da richtig kratzt von dieser Seite, dann geht das ab. Deswegen mache ich das so rum. Genau. So, das ist jetzt dann die Seite. Und die Dame, finde ich, kriegt ein bisschen mehr Dings, wenn ich die so hier mit der vorderen Seite, mit dem Baum noch. Also manche finden vielleicht das schöner, aber ich finde, das sieht mega geil aus. Mega geil. Vor allem, es bleibt ja noch nicht dabei. Ne? Da kommt ja noch ein bisschen was bei. So, jetzt muss ich nur überlegen, wie ich das jetzt mit dem Rücken mache. Dazu weiß ich nämlich noch nichts. Ich werde mir ein bisschen auch von dem Dings, ich habe nämlich schon fertige gesammelte. Habe ich überhaupt auf Play gedrückt? Oh Gott, Gott sei Dank. Ja, ich habe nämlich so ein Teil mir schon mal vorbereitet mit so Buchrückenpappen, die alle ein bisschen stabiler waren. Die packe ich mir immer schön zur Seite, wenn so ein Block alle ist oder so, ja, damit ich das dann nachher auch benutzen kann. Okay, also wir machen uns jetzt erstmal den Buchrücken fertig, werden das Ganze dann auch einmal verbinden und ich habe jetzt schon gemerkt, ich habe einen Fehler gemacht. Den machst du, naja, ist natürlich toll, dass ich das jetzt erst erzähle. Und zwar ist das bestimmt super duper Kleber. Ja, ich merke schon, das ist super duper Kleber. Eigentlich wäre es viel schlauer gewesen, erst das Ganze mit dem Rücken zu machen. Und das dann erst zu verkleben, logischerweise. Wie kann man da so bräsig sein, Agnes, ey. Also ihr seht, auch wenn ich schon ewig und 3 Tage das mache, man ist nicht geschützt vor Fehlern. So, ich reiß das hier einfach ein Stück ab. Das muss jetzt einfach mal so sein, ja? Bei dieser Canvas passiert ja auch so erstmal nichts. Ne? Die ist ja relativ stabil, es ist nicht wie Papier. Und du machst das natürlich dann mit dem Blanko erstmal, ne? Ist ja klar. Und dann baue ich hier den Buchrücken rein, dann werden wir das zusammenkleben und dann erst werden wir das verkleiden. Ganz logisch, wie immer. Warum habe ich das jetzt anders gemacht? Und warum hat keiner von euch Bescheid gesagt, dass ich schon wieder Blödsinn mache? Hm? Leute. Nun gut, andererseits ist es auch nicht schlecht, wenn ich Fehler mache, weil daraus könnt ihr dann auch lernen für euch. Und ihr merkt natürlich auch, ich bin auch kein Genie. Naja, doch, vielleicht ein kleines. Aber auch bei mir gehen ganz schön viele Sachen schief. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Das gehört zum Prozess dazu und man kann sich auch mehrfach vertun bei der gleichen Sache. Leute, was mir schon für Dinge passiert sind. Ehrlich. Ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet. Wahrscheinlich habt ihr auch nicht alle meine Videos gesehen, weil zwischendurch erzähle ich ja auch mal ein bisschen was. Und mein größter Fail, den ich je gemacht habe, war, dass ich die Signaturen außen am Buch angenäht habe. Klingt bescheuert, aber ja, ich war sowas von in meinem Flow, dass ich nachher ein Cover hatte, was leer war und außen waren die Seiten dran. Also, frag nicht wie, ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, es passieren die kuriosesten Dinge beim Basteln. Wo ist denn jetzt mein scheiß Kuli, den ich die ganze Zeit hier hatte? Ach da, aua, ich habe schon Krampf in den Finger. So, komm her, du kleiner Kuli. Wir machen hier, ich mache heute 5 cm. Ich möchte mir das relativ groß machen, also selbst breit machen, damit da schöne Signaturen auch reinpassen, dass man die austauschen. Und man kann sie dann auch austauschen. Man kann das Cover also länger benutzen, wenn man sowas hat zum Austauschen. Das heißt, man kann dann mehrere, man kann zum Beispiel 10 Signaturen machen und vielleicht in jedem Jahr nur eine Signatur benutzen oder so. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber du weißt, was ich meine, ne? Du musst ja nicht alles sofort und du kannst ja dann auch ein... Oder du kannst das benutzen zum Beispiel für Signaturen, wenn du dann nur solche hast, die du austauschst. Könntest du zum Beispiel daraus auch ein... wie nennt man das? Ich wollte gerade Storage sagen, ne? Ein Lager machen, also ein Signaturenlager. Von aus, also fertigen Signaturen, die du vielleicht, wenn du zum Beispiel... nur eine Signatur nimmst als Tagebuch oder sowas und die dann da drinne sammeln, wie so ein Sammelalbum dann, ne? Deswegen auch mit den Gummirändern. So, 5 cm haben wir. Da ja diese Pappen alle gleich sind bei den A4, finde ich, ist das super praktisch. Man muss überhaupt nichts mehr neu ausmessen, weil es passt ja dann hier genau von der Höhe zusammen. So, und dann lassen wir uns natürlich ein bisschen Platz, damit man das nachher auch knicken kann, das Buch. Und dann ist das fein. So, jetzt nehmen wir uns ein bisschen Tape. Hier so ein schönes Malerkrepp. Na, das kriegst du hier vorne wieder nicht ab. So, jetzt. So, und damit das nicht verrutscht, kann man, wenn man will, das schon mal grob
Also wenn ich das jetzt hier anlege an den Kasten, dafür ist so eine Matte auch nicht schlecht. Also wenn man so eine hat mit Linien und Dings, dann kann man das hier so gleich... Ja, ich sehe gerade, dass meine Pappe hier ein bisschen kleiner ist als da, aber das ist nicht so dramatisch. Man kann sich das auch hier so ein bisschen vorbereiten, dass es nicht so verrutscht, wenn man gleich klebt. Und gut, ich würde jetzt auch erstmal diese Seite fertig machen. Und zwar mache ich das so, im Normalfall ist ja jetzt... der Rücken, das Vorderzeug da ja nicht dran. So, dann mache ich mir das so, knick das hier einmal und dann drehe ich das Ganze um und klebe das fest. So, und dann mache ich mir das nochmal. Ich mag gerne immer so doppelt, ne? Ist schon so ein bisschen doppelt hält besser. Dass das so zweimal drüber ist. Und da, wo ich angefangen habe etwa, da höre ich dann auch auf. Ne? Das war ungefähr auf der Höhe nur innen. So, wenn du es ganz sauber klebst, hast du natürlich auch keine hässlichen Falten wie ich jetzt. Kann das aber auch noch mal ein bisschen platt machen hier. Ist alles gut. So. Okay. Und das machen wir jetzt hier nochmal schön fest. Und wenn wir das jetzt gleich hier knicken, ach Quatsch, nach außen natürlich so. Das bereiten wir uns dann schon mal so vor. Das war jetzt ein bisschen knapp für die Pappe, aber es wird sich öffnen. Doch, es geht. Also es soll ja nachher so sein. Ne? Das Buch soll ja gut schließen. Soll jetzt auch nicht komplett nach innen klappen, aber es sollte schon stabil sein. So, und das wäre jetzt dann Nummer 1. Und das machen wir jetzt das Gleiche, machen wir auf dieser Seite. Jetzt muss ich nur einmal gucken. Das habe ich so geklebt, dass die Bäume so stehen. Das heißt, ich muss jetzt aufpassen, dass ich das nicht falsch mache. Das war jetzt... So, ich hatte das jetzt hier einmal dran genäht, dass man so ein bisschen davon sieht. Und dann hier dran legen, dass man so ein bisschen davon sieht. Und im Zweifel kannst du dir aber auch die Pappe hier so direkt dranlegen. Und dann vorsichtig runterlassen. Und nicht mehr verschieben. Das heißt, diese Kante bildet sich dann automatisch. Diese Schließkante sozusagen. So, jetzt machen wir uns wieder so ein bisschen Papier da dran, ein bisschen Kleber da dran, dass es nicht gleich direkt verrutscht. So, und was man natürlich auch vorher hätte überlegen müssen, den Verschluss. Aber ich habe mir über den Verschluss noch absolut gar keine Gedanken gemacht. Und da ich ja innen noch nichts verklebt habe, geht da noch was. Es ist auch total witzig, dass ich jedes Mal mit dem Verschluss hader, weil ich ihn jedes Mal vergessen habe, überhaupt mit einzuplanen. Das passiert mir sehr häufig. Deswegen habe ich dann immer so ein bisschen unkonventionelle... nennt man das so? Verschlüsse, die auch recht einfach sind und nichts Hochkompliziertes oder so, damit man die auch jederzeit dann quasi auch im Nachhinein noch reinbauen kann. So, und jetzt einmal hier nach innen. Und aufgehört habe ich ungefähr, was weiß ich wo, keine Ahnung, ist auch egal. Machen wir jetzt hier mal ab. So. Wo du anfängst, wo du aufhörst, völlig egal. Das wird nachher alles zugemacht. Das sieht man sowieso nicht. So, mein Buch ist jetzt quasi, ne? Alles aus Action-Sachen, ja. Ah, nein, das stimmt nicht. Die hübsche Dame gibt's nur bei mir. So, jetzt kleben wir das hier einmal zu. Weil das kann definitiv jetzt zu sein. Nein, kann es nicht. Kann es doch? Ja, doch kann es. Ich habe mich jetzt schon entschieden. Oh, shit. Man hätte es jetzt natürlich noch schön verkleiden können mit irgendetwas, aber ich überlege, womit ich das überhaupt verkleide. Und dann kann man natürlich die Ecken auch noch schön machen, mit Spitze was drüber nähen, deswegen wird man es nachher eh nicht sehen. Ja, also, ich plane meine Sachen, wie du siehst, nicht so wirklich. Du kannst das machen, wenn du gerne planst und gerne alles perfekt haben möchtest. Ey, ich sag dazu jetzt nichts mehr, du darfst natürlich perfekt sein. Und das auch wirklich alles ganz genau machen. Ich mache das oft so, ich habe eine Idee, fange schon mal an. Dabei ergeben sich dann eben Fehler, die man nicht mehr rückgängig machen kann. Und daraus ergeben sich neue Ideen. Also ganz genau genommen gibt es keine Fehler beim Junk Journal. Du kannst nichts falsch machen. Ne? Wie gesagt, außer die Signaturen außen annehmen. Aber das kann man dann auch wieder lösen und dann kann man das wieder von vorne machen. Das ist also auch nicht dramatisch, sagen wir es mal so. Es ist blöd, aber nicht dramatisch. So, das wird ein wunderschönes Buch. Ich freue mich da jetzt schon wie Bolle drauf, wenn das fertig ist. Das wird mein kleiner ganzer Stolz. Ich laber heute aber, oh shit, ey. Ja, ich bin echt verliebt in das Papier, muss ich wirklich zugeben, ey. Das ist mir wirklich so gut gelungen. Ich feuer da so ab. So, und was machen wir jetzt damit? Also, ich werde das natürlich nicht einfach so aufkleben, sondern es wird speziell. Und zwar habe ich mir überlegt, und ich bin gespannt, ob es klappt, werde ich etwas benutzen,
was sich so 3D nennt. Jetzt muss ich nur schauen. Ich habe auf jeden Fall diese Pads, ganz viele. Nur weiß ich nicht, ob das reicht. Und es gibt auch, ich glaube, ich hatte ich mal so etwas, auch so was Dickeres. Ja, war das das hier? Dieses hier, das ist ein bisschen dicker. Ist natürlich aber auch sehr breit, ne? Und zwar gibt es dieses Band so ein bisschen dicker auch in ganz durchgehend. Aber das ist mir tatsächlich zu dünn. Nee, das soll man schon sehen. Okay, also wir werden es auf die Art machen, also mit diesen Dingern hier. Und dann nimmst du dir dann, ich nehme mir auf jeden Fall den dicksten Bogen, den ich so habe. Ich muss einmal gucken, ich glaube, die sind relativ dick. Vielleicht auch ein bisschen die größeren. Es gibt ja die in verschiedenen Größen, gibt es die. Und verschiedenen Dicken. Und eigentlich auch überall. Jetzt gerade mal gucken. Ja, das ist okay, denke ich. Die anderen sind auch nicht viel. Nein, die sind auch nicht viel dünner oder dicker. Okay, also das ist etwas, was vielleicht jeder noch vom Kartenbasteln zu Hause hat. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, wenn wir das einfach damit machen. Die Frage wird natürlich sein, wird das überhaupt halten? Ich habe keine Ahnung. Frag mich nicht. Ich überlege auch schon, ob man das vielleicht noch anders machen kann. Es geht mir darum, einen Abstand zu erschaffen. Und theoretisch müsste das ja auch. Womit könnte man das noch machen? Mit Schaumstoff könnte man das noch machen. Oh, gute Idee. Pass auf, mir ist da gerade noch was in den Sinn gekommen. Jetzt muss ich mir überlegen, wo ich das habe. Und zwar Moosgummi. Ein Rahmen mit Moosgummi, wo man das dann draufklebt. Und dann kommt ja später noch ein Rahmen drüber. Also es wird nochmal eingerahmt. Das so, soll ja so einen 3D-Effekt haben. Moosgummi. Super geile Idee. Agnes, wo ist denn dein Moosgummi? Ja, keine Ahnung. Wo hast du schwer gepackt? Das war doch immer hier. Wo ist es nur? Sowas ist echt ärgerlich. Also, alternativ zum Moosgummi könnte man natürlich auch Pappe nehmen und Pappstreifen kleben, wenn man das alles sonst so nicht hat. Du merkst, ich versuche abzulenken, weil ich immer noch über das Moosgummi nachdenke. Alter, wo habe ich denn mein scheiß Moosgummi hingetan? Ich hatte davon so ein paar. Ich glaube, warte mal. Okay, da schon mal nicht. Sorry, wenn ich dich jetzt mal gerade hier so ein bisschen alleine lasse. Ich hatte das doch sonst immer hier gehabt. Aber ich habe aufgeräumt. Siehst du, das ist das Problem. Wenn man aufgeräumt hat, findet man nichts mehr wieder. So. Das ist doch Shit. Wo habe ich das denn hingetan? Ich habe bestimmt total gut aufgeräumt. Nee. Fällt mir gerade überhaupt nicht ein. Aber das wäre jetzt echt perfekt, glaube ich. Habe ich das hier vielleicht irgendwo mit reingepatscht? Wahrscheinlich nicht. Wetten, wenn das fertig ist, finde ich es? Oh, das ärgert mich doch jetzt schon. Da ist nur ein bisschen Dingspapier. Ja. Ah, eine Möglichkeit gibt es noch. Ich gucke noch schnell. Und du machst eine Werbepause. Ich will dich jetzt auch nicht lange warten lassen. Das ist alles Kacke. Warum finde ich das denn jetzt nicht? Hacke. Es war immer da. Immer an der gleichen Stelle. Kennst du das? Und dann hast du aufgeräumt und dann weißt du überhaupt nicht mehr, was du dir in deiner geistigen Umnachtung gedacht hast. Ja. Ach Gott. Nee.
Na gut, dann eben ohne Moosgummi. Mann, ärgert mich das. Aber es fällt mir auch wirklich überhaupt gar nicht ein, wo ich das hingetan habe. Ich weiß es nicht. Nö. Nö, nö, nö. Okay. Okay, hast du umsonst gewartet. Tut mir leid. Dann machen wir das mit Pappe. Oder ich werde doch dieses Video schneiden müssen. Ich habe doch gar keine Lust dazu. Oh. Okay, Pappe. Weil vielleicht hast du ja gar keinen Moosgummi, also müssen wir es irgendwie anders machen. Okay, wir machen es mit Pappe. Und zwar nehmen wir uns dann wieder die Pappe und dann gucken wir mal. Ich würde dünne Streifen schneiden tatsächlich aus der Pappe. Es geht ja darum, dass man so eine Erhöhung baut. Ah, das lässt sich so blöd schneiden auch, ne? Weißt du was? Wir machen das jetzt doch so, wie ich es ursprünglich geplant hatte. Und zwar nehmen wir doch die Dinger. Und dass da eine Lücke ist, ist nicht schlimm, weil ich habe mir gerade überlegt, man könnte das ja auch nachher alles verspachteln. Wir probieren das mal mit ein bisschen Modelliermasse. Du weißt schon, mit, wie heißt das nochmal? Mit Spachtelmasse. Damit kann man ja auch Dinge verspachteln, logischerweise. Ne? Und ich habe mir gerade überlegt, doch, das machen wir so. Weil das geht jetzt quasi jetzt in diesem Moment am schnellsten. Und irgendwann werden wir das auch mal mit Moosgummi machen. Also, ich würde das jetzt so machen. Wo habe ich jetzt die andere? Da ist die Folie. Dass ich erstmal, bevor ich das da drauf klebe, würde ich mir jetzt irgendwas Helles vielleicht suchen. Was Schmutziges ein bisschen. Und würde das einmal inken. Dieses Ganze, damit hier schon mal so eine Kante ist, die alles ist außer weiß. Ja, dem Ganzen so ein bisschen schon mal Farbe geben. So, das wird ein etwas längeres Video. Also nur, falls du dich fragst, wie lange du hier aushalten musst. Ich weiß ja, einige gucken mich in zweifacher Geschwindigkeit. Also, wenn dir das alles hier zu lange dauert, mach ruhig einen auf fix. Dann ist es in der Hälfte der Zeit fertig. Und dann ist es auch okay. Oder spul einfach ein bisschen vor immer mal wieder, ne? Also, wer jetzt hier neu ist bei mir, der wird feststellen, ich schneide nicht. Also, ich habe früher mal geschnitten, aber ich hasse es und ich will es nicht. Ich will nichts mehr machen, was mir voll auf den Sack geht. Gut, außer die Steuern und die Buchhaltung, die muss ich machen. Aber ansonsten, alles, wofür ich nicht bestraft werde und ihr seid da ja gnädig mit mir und lasst mir diese Freiheit. Also nutze ich sie auch für mich, dass ich diese ganzen Videos eben nicht schneide. So, das sieht doch schon mal mega cool aus. Und wie gesagt, wir machen das hier drauf und ich überlege gerade, wir müssen auf jeden Fall noch ein Stück von der Folie dann abschneiden. Das soll so hier drauf. Genau, das Raue kommt nach innen und das kommt hier nach außen. Und dann wird das hier festgemacht mit diesen kleinen Dingern. Und wahrscheinlich, ich muss gerade mal gucken, wie lange das Video schon ist. Oh, halbe Stunde schon, 40 Minuten. Es könnte sein, dass wir heute nicht ganz fertig werden. Das weiß ich jetzt auch noch nicht. Also die Frage ist natürlich auch, kleben diese Dinger hier überhaupt drauf, ne? Das ist jetzt so die nächste Herausforderung. Das würde ich eventuell dann doch nochmal zusätzlich kleben. Irgendwie. Ich weiß noch nicht wie, weil auf der Canvas hält das, obwohl das hält eigentlich ganz gut. Auf der Leinwand. Also falls sich jemand fragt, warum ich Canvas sage, weil das halt auf dem Ding da so drauf steht. Aber es ist eine Leinwand. Es ist eine Leinwand. Wo ist denn jetzt hier der Kleber? Hä? Schon von beiden Seiten? Ja, scheinbar. Jetzt klebt es an meinem Finger fest. Na, prima. So. Ich finde die Idee richtig gut. Und ja, Cover basteln dauert halt, ne? Wenn man da ein bisschen was Extravagantes haben möchte, ist, glaube ich, Cover basteln sowieso das, was am längsten Zeit braucht. Und die Ephemeras natürlich. Wenn man normale Signaturen macht, wirklich nur zum Schreiben, dann geht das ja aber relativ schnell. Dann muss man ja eigentlich nur das Papier zusammenstellen und dann hat man es ja schon. Also ich würde das hier sehr engmaschig machen, damit das auch einen guten Halt hat.
tatsächlich. Und ich habe von diesen Klebepads so viele und ich benutze die wirklich so selten. Aber ich glaube, ich werde die jetzt mal öfter benutzen. Weil ich finde, so 3D-Sachen, die machen ja sowieso, werten alles so ein bisschen mehr auf. Ne? Es macht das Ganze für den Betrachter einfach viel spannender. Was natürlich super nervig ist jetzt, ist gleich diese ganzen kleinen Papierchen hier wieder abzupulen, damit man das dann auch kleben kann. Aber das gehört wohl dazu. Da muss man dann mit leben, wenn man das so machen möchte. Und ich denke, mit Moosgummi wäre das jetzt einfacher gewesen, wenn ich denn wüsste, wo es ist. Und ich bin jetzt schon, ehrlich gesagt, schon angepisst auf mich selbst, weil ich genau weiß, sobald ich aufhöre zu drehen und hochlade und keine Ahnung, fällt mir das Zeug in die Hand und dann werde ich mich ärgern, dass ich nicht geschnallt habe, wo es war. Und mir denken, warum bist du nicht drauf gekommen? Weil war doch logisch, dass du es dahin getan hast. Ja. Also wie gesagt, das ist alles nicht so einfach. Okay, ich habe das jetzt ein bisschen komisch hier verklebt von den Abständen her, aber spielt eigentlich jetzt auch nicht so die dickste Rolle. So. Hier vorne würde ich dann auch noch ein paar mit zwischensetzen. Also ich versuche jetzt klar mit Abstand, aber schon das irgendwie so hinzubekommen, dass das hier eine Linie ist, die dann auch nicht so viele Unterbrechungen hat. Ach Gott, das ist ja mal ein Experiment. Ich bin auch schon ganz gespannt, ob das überhaupt hält. Aber wie gesagt, wir werden das nachher noch irgendwie so kleistern, dass es passt. So muss das gleich da drauf. Das bedeutet, ich werde hier auch nichts abschneiden. Maximal das, was nachher übersteht. Ich werde das erstmal in der Größe lassen. Das ist, glaube ich, das Schlauste. So, jetzt muss ich natürlich jeden einzelnen Fummel hier abpimmeln hier. Weißt schon. Da habe ich jetzt schon keinen Bock mehr drauf. Oh, nervt mich jetzt schon. Scheiß Idee. Scheiß Idee, sage ich dir. Grrr. Ich bin echt sauer. Weg damit. Also, ich werde das jetzt einfach hier wegmachen. Ja, voll die Verschwendung. Du kannst mich jetzt auch ganz doof finden, falls du schon angefangen hast zu kleben. Ich empfehle dir sowieso immer, meine Videos erstmal einmal grob durchzugucken. Bevor du anfängst zu basteln, nachher mache ich doch was ganz anderes. So. Nein, also, pass auf. Könnte man so machen, mache ich jetzt aber nicht so. Das ist mir echt zu blöd. Das dauert ewig, da habe ich keinen Bock drauf. Ich bin ja ein Schnellbastler. Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich nehme doch diese Folie, die ich hier habe. Und zwar eine von den schmaleren. Und ich werde die einfach doppelt nehmen. Ne? Dann wird der Rahmen zwar kleiner, aber das ist nicht schlimm. Dann wird er vielleicht auch ein bisschen stabiler. Also, ich werde das jetzt hier am Stück kleben. So. Es tut mir leid. Überraschung, Überraschung. Wo ist meine Schere? Die war hier doch gerade noch. Ach da. Habe ich ja schon richtig geguckt. Habe sie noch nicht gesehen. So. Das sind so hier so Baumarktdinger, ne? Also es ist nichts irgendwie fancy geiles aus dem Bastelladen oder so. Aber gibt es bestimmt auch. Und vielleicht hast du davon ja sogar was zu Hause. Warte mal. Jetzt mal gucken, dass ich das hier kantig klebe. Also Kante auf Kante, genau. So. Und dann rahme ich die gute Dame hier mal ein. Also man hätte jetzt auch eigentlich sich das sparen können mit dem Inken. Aber das ist halt der Prozess. Man weiß es vorher nie, wie das hier endet. Auch ich weiß es nicht. Ich hoffe immer nur, dass es dann gut ist. So, und zwar gucke ich jetzt einmal, ob das denn schon reicht. Nein, das reicht mir nicht. Ich will das 3D haben. Das bedeutet also, ich werde Folgendes machen. Ich werde das jetzt hier einmal abkleben. Das ist quasi Doppelgemoppel, aber ist dann halt so. Und werde noch eine Schicht drauf machen, damit das ein bisschen mehr absteht. Hätte ich jetzt Moosgummi, würde ich erstmal jetzt Moosgummi kleben. Dann vielleicht nochmal tatsächlich nochmal so eine Klebeschicht. Oder man könnte Moosgummi auch direkt einfach zusammenkleben, zwei Teile. Oder man könnte schon direkt das dickeres Moosgummi kaufen. Es gibt bestimmt auch verschiedene Dicken, oder?
Also weiß ich jetzt nicht, aber ich gehe davon aus, dass es so ist. So, und dann klebe ich jetzt hier einfach eine zweite Schicht drauf. Dann ist das ein bisschen abstehender. Das ist gut, das gefällt mir. So, machen wir es. Und auch wenn der Rahmen jetzt vielleicht für einige etwas zu dick ist, man kann das mit Sicherheit auch in dünnerer Ausführung sich dann besorgen. Wenn du es eh besorgen musst, dann kannst du ja gucken, was dir am besten gefällt. Ich finde das jetzt aber fürs Cover gar nicht so schlecht, dass das jetzt so dick ist. So ein dicker Rahmen. Da kann man nachher echt noch viel mitmachen. Und mir ist auch noch was eingefallen. Ich hatte ja mir diese Molds gekauft bei Ines. Wenn ich jetzt gleich hier einmal das Grobe fertig habe, dann werden wir uns da mal ein bisschen was vorbereiten. Mal gucken, ob das funktioniert, so wie ich mir das denke. Die bringt ja jetzt demnächst, hatte sie gesagt, macht sie auch ein Video dazu, wie man das dann benutzen kann. Und womit. Und ich bin natürlich ungeduldig, ich will es sofort wissen. Und deswegen habe ich mir Modelliermasse gekauft, letztens. Und die werde ich dafür nehmen. Und dann gucke ich, ob das funktioniert. So, jetzt brauchen wir ein bisschen Jack, der mir hier hilft, die Klebe zu lösen. Das ist echt, boah, ich habe jetzt so klebrige Hände nach dem ganzen Klebezeugs hier. Das hat sich echt hier auf meine Finger geklebt. So. So. Das Schöne ist, beim dicken Rahmen, gerade so gedacht, kann man natürlich dann auch noch schön verzieren, ne? Und ich überlege, wie ich das mit dem Hintercover mache, ob ich das dann genauso dick mache. Ich weiß es noch nicht. Aber eigentlich schon, weil das wäre ja schon cool, ne? So. Das kann weg. Und dann klebe ich das hier nämlich dann drauf. So, nur aufpassen, dass man es richtig macht, ne? Dass hier nicht zu viel schief geht. So, okay. Und dann kann ich nämlich hier gucken. Genau. Sieht natürlich jetzt erstmal noch doof aus, aber es ist halt eben nicht direkt da drauf. Man erkennt aber trotzdem die Struktur von der Folie. Nicht von der Folie, sondern von dem Dings. Du könntest es natürlich auch so machen, dass wenn du es ausgedrückt hast, dass du es natürlich auch einfach nur so lässt. Das ist ja logisch. Also das jetzt hier mit der Folie extra noch und so, das ist jetzt einfach nur so eine Idee, die mir gekommen ist, die ich jetzt unbedingt ausprobieren möchte. Und ich habe gesehen, dass... die Cornelia hatte das, glaube ich, mit dem Sunshine-Papier hatte sie das quasi, mit dem Sonnenblumenpapier hatte sie das so gemacht, dass sie tatsächlich einfach die Leinwand als Leinwand so gelassen hat. Und es sieht ja auch gut aus. Also, das muss nicht zwingend da irgendwie so gemacht werden. Ne? Aber ich finde es super interessant. Also, wenn da jetzt nachher noch was drüber kommt und so, das ist schon irgendwie, ist das cool. So, da machen wir das jetzt auch. Und dann muss ich mir noch was überlegen für die Außenkante. Und ich fürchte, dass wir mit diesem Cover heute nicht fertig werden. Ich musste mich noch ein bisschen darüber sinnieren. Tatsächlich. Und schauen, was ich da alles noch so machen werde mit. Yep. Eigentlich kommt das ja fast mit den Blumen noch cooler. Also wie gesagt, ich meine, du kannst ja mit den Digitals, also mit allen digitalen Dateien, die du so hast, die kannst du ja auf verschiedensten Papieren ausdrucken. Und da kannst du ja selber ein bisschen experimentieren, wie du es gerne möchtest. Und ich würde fast sagen, dass ich jetzt bei dem hinteren, weil man das ja eh, ob ich das vielleicht hinten dann nur einschichtig lasse. Mal gucken, wie das dann aussieht. Ich meine, das Buch ist dann verschieden dick, ne? Weil ich finde, hier sieht man das schlechter. Also jetzt sieht man das, dass das so 3D-mäßig ist. Aber hierbei sieht man das ja eigentlich jetzt schon. Ah, ich mache es lieber doch doppelt, damit es gleich ist. Alle Seiten gleich. Und dann werde ich mir nämlich überlegen, bis zum nächsten Mal. Also wir machen direkt im Anschluss quasi weiter. Ich werde das Cover direkt weiter basteln. Nur ich mache das jetzt in zwei Teilen, weil das wird sonst echt zu viel. Wie wir das verzieren, damit es nachher gut aussieht. Ne? Ich habe nämlich auch schon... Ja doch, eine Idee habe ich schon. Ja, ich bin mir immer so unsicher, ob ihr dann wirklich so ein 2-Stunden-Video gucken wollt. Habe ich das jetzt schon überall abgezogen? Nee, ich wollte gerade sagen. Nur da. Gerade ein Loch im Kopf. Manchmal, wenn ich so rede, vergesse ich, was ich mache. Ne?
kam mir jetzt auch irgendwie ein bisschen komisch vor. Also es gibt natürlich, wie gesagt, viele, viele Möglichkeiten, wie man das dann verzieren kann. Also grundsätzlich, wie man überhaupt ein Cover verzieren kann. Und ich glaube, und das hier werde ich, weiß wie ich das jetzt mache? Jetzt mache ich das hier auf die Längsseite. Das hätte ich vielleicht vorne auch machen können. Damit das schön verbunden ist als ein Rahmen. Na, damit die Kanten gut miteinander verklebt sind. Das ist eine very good Idee. So. Ich habe tatsächlich, habe ich schon mal überlegt, ob es nicht schlau wäre, mal die Sachen erstmal das erste Mal so vorzubasteln, dass man da so einen Plan hat, was man da eigentlich macht. Aber ich sage dir ganz ehrlich, sowas wie jetzt hier zwei Cover basteln, weil das wären ja dann zwei Cover, dafür habe ich gar keine Zeit. Ne? Also es wäre sicherlich nicht unschlau, aber es ist der Grund, warum ich das nicht mache, weil ich halt auch noch andersweitig arbeite und weil ich tatsächlich, ich stelle gerade fest, guck mal, das ist so ein uralter Kackkleber. Oh Mist. Aber er klebt immer noch hullemäßig und man sieht es ja darunter nicht. Also werde ich das jetzt weiter hier verbrauchen, weil sein Junk muss man ja auch loswerden. Schließlich bauen wir ein Junk Journal. So, okay. Das ist das. Kleben tut's ja. Also von daher, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau, warum ich keine zwei Videos mache und mich besser vorbereite. Ist dem geschuldet, dass ich natürlich auch noch eine andere Arbeit habe. Aktuell ist es auch noch mein Hauptarbeitgeber und je nachdem, wie sich das mit meinem Shop und mit allem drum und dran, was ich dann so hier auch vor Ort noch mache, wie sich das so weiterentwickelt, kann es auch sein, dass ich bald im Krankenhaus tatsächlich nebenbei arbeite und sich das Ganze so ein bisschen verlagert. Ich habe jetzt auch nur noch eine halbe Stelle, gekürzt habe ich die schon, aber ich habe natürlich auch Familie. Ich habe drei Kinder und eins davon ist halt noch klein und ja, da bleibt halt nicht ganz so viel Zeit, hier alles doppelt und dreifach zu machen und ein bisschen Freizeit will man ja schließlich auch. Ja, also 24 Stunden basteln ist jetzt für mich auch anstrengend. Ne? Würde ich jetzt auch nicht unbedingt machen. Obwohl, manchmal wünscht man sich das ja schon, dass der Tag ein bisschen mehr hätte. Vor allem, wenn man dann gerade so mitten in so einem Projekt ist und voll im Flow. Ne? Also das kann ich ja schon so sagen. Okay, so. Mega, wird das ein geiles Buch. Was für ein geiler Klopper. Ich freue mich riesig drauf. So. Hier schneide ich jetzt aber noch ein bisschen hier von der Kante ab, was hier übersteht. Das möchte ich nicht haben. Das geht auch mit Folie relativ einfach. Ne? Lässt sich ja immer gut schneiden eigentlich. So, und dann hier noch. Und ich wollte mich nochmal bedanken an dieser Stelle, weil ich nämlich merke, dass meine Schere jetzt immer schlechter wird. Bei all euren Tipps zum Thema Schere sauber kriegen vom Kleber. Also ich bevorzuge aktuell tatsächlich die Variante mit dem Nagellackentferner. Es wird auch mit Waschbenzin und solchen Sachen gehen. Also ihr habt mir da ganz, ganz viele Tipps schon gegeben. Ich mache Nagellackentferner, weil ich den immer hier habe. Und ja. Bin ich ganz happy drüber, dass ihr mir da damals so viele Tipps gegeben habt. Dankeschön an dieser Stelle. So, jetzt muss ich das doch nochmal von dieser Seite einmal schneiden. Ich glaube, ja genau, weil hier steht doch noch ein bisschen zu viel über. Das will ich nicht. So. Also innen werde ich das ja ganz normal dann verkleiden mit Papier. Und da kommen vielleicht noch Pockets rein oder so. Das weiß ich noch nicht. Vielleicht auch ein Flip-Out noch zusätzlich oder so. Das werde ich mir dann noch überlegen. Und ja, das Außenstück wird jetzt hier gleich erstmal noch gemacht. Und dann müssen wir gucken, wie wir das machen und was wir da genau machen. Und zwar würde sich ja tatsächlich anbieten, das hier zu nehmen. Das Problem, was ich jetzt hier habe, ist, dass das von der Größe her natürlich nicht einmal umgeklappt werden kann nach innen. Ja, damit man das komplett verschließt. Deswegen werde ich das so machen, dass ich tatsächlich das hier einfach abschneide und draufklebe. Und nachher werden die Kanten so verziert, dass man es nicht mehr sieht. Also ich werde quasi jetzt hier mir eine Markierung machen, wo ich das dann gleich abklebe. Und das passt ja genau, weil das ist ja alles diese A4-Größe. Das heißt also, hier musst du auch nicht viel messen bei so einer Aktion. Ne, das passt ja dann im Endeffekt genau. So, jetzt werde ich hier genau an dem Knick, den ich hier schon so vorgezeichnet habe, werde ich gucken, dass ich das mal hier schön gerade mache. So. Und so. Das Schöne an dieser Leinwand ist ja, dass man die gar nicht schief schneiden kann eigentlich, weil wenn man die so zusammenknickt, dann ergibt die schon über die Struktur ja schon, weil die Struktur ist ja schon sehr gerade, ergibt die hier genau die Schneidekante. So, und dann kannst du auch im Prinzip
das hier dann genauso breit falten wie das. Und dann hast du genau die Länge, die du auch für innen brauchst. Oh, weißt du was? Für innen könnte man, weil ich das ja noch nicht gemacht habe, das ruhig ein bisschen breiter machen, damit das verkleidet ist. Warte, ich muss mal gerade einmal schauen. Ja, das ist zu wenig. Wenn, dann würde ich das schon ein bisschen mehr machen, und zwar eher hier so. Dass das einmal links und rechts dann später verschwindet. Unter... Ja, ruhig ein bisschen breiter. So, das heißt, wir machen das innen hier so. Das heißt also, wir bauen jetzt tatsächlich das Ding hier so fertig. Okay, also das ist dann nachher die Innenseite. Das schneiden wir jetzt auch einmal schön ab. Oh oh, ist ein bisschen schief geworden. Ist aber auch nicht schlimm, weil wird ja nachher eh versteckt. Also siehst du, alles supi. So, was man jetzt auf jeden Fall machen muss, ist, wenn man das gleich irgendwann mal festklebt, dann musst du ja dann überlegen, kommt die Gesso-Seite nach innen oder die... Nee, also ich nehme die strukturierte Seite. Die Gesso-Seite kommt nach unten. Die klebe ich jetzt hier auch erstmal in diesem Innenraum direkt schon mal fest. Nur links und rechts noch nicht. Weil das soll ja auch knickbar sein nachher. Also sich gut knicken lassen. Das heißt, ich muss jetzt erstmal hier die Kanten reinbringen. Ne? Also für so eine einfache Verkleidung, was heißt einfach? Einfach ist die auch nicht, aber ne? Für so eine relativ flexible Verkleidung, weil das ist wirklich jetzt sehr flexibel und gut, und das kann man dann jetzt quasi so dann festkleben. So, und dazu einmal hier schöne Kleber drauf. So, und dann in diesem Knick sozusagen dann einmal auftragen und festmachen. Wenn es geht, möglichst gerade. Ne? So. Und das Ding ist halt eben, du klappst ein Buch ja auch auf. Und da ist es echt wichtig, dass das hier richtig in dieser Kante verschwindet. Dass du quasi die Kante umklebst. Ja? Dass man es nachher gut auf- und abmachen kann. So, und jetzt machen wir die andere Seite nochmal. So, schön da rein. Und dann wird das hier gleich fixiert. So, zack. So, einmal hier rein. Und damit man es nachher gut aufklappen kann. Also da musst du so ein bisschen rumtricksen, ne? Und immer wieder auch die Kante da mit reinbringen. Und gucken, dass sich das gut schließt und öffnet, nicht so gut abgeht, sondern dass hier dieses flexible Stück bleibt. Ne? So. Also ich finde, das geht ganz gut. Du siehst, jetzt fängt das an, Falten zu werfen. Das passiert. Ne? Denk dir also nicht, dass das nicht passiert. Das geht nur bei Sachen, die quasi komplett so dünn sind, dass man die sehr, sehr gut mit verleimen und verkleben kann. Damit passiert dir das vielleicht nicht, aber mit all so dickeren Sachen passiert das immer und immer wieder, dass das hier so dann ist. So, ich habe hier auch ein bisschen zu wenig Abstand gelassen bei dem vorderen Teil. Hier in dieser Rille. Der ist besser geworden. Siehst du auch, ne? Ist viel besser. Hier habe ich ein bisschen zu viel... bisschen zu wenig Abstand gehabt und dementsprechend wirft das jetzt auch hier Falten, weil das hier nicht richtig reingeht, weil es eh schon so eng ist. Gut, dann später, wenn das Buch fertig ist, macht das jetzt nicht mehr so den großen Unterschied, weil ein Buch ja sowieso dann immer so quasi, ne? Also das schließt ja quasi so und dann passt das. So, jetzt muss ich einmal gucken. Mega. Ich freue mich so, dass das schon mal bis hierhin, also du siehst, das reflektiert natürlich jetzt auch wie Sau, ne? Aber ich finde das voll gut. Also so diese Idee. Ich feiere die erstmal voll ab. Und dann würde ich tatsächlich etwas drum machen, eventuell mit Stoff oder Spitze. Da müsste man halt gucken, was man dafür nimmt. Und was, was man dann gut da drauf arbeiten kann. Weil nähen kann man das jetzt natürlich nicht, wenn man das drumherum haben möchte.
könnte es komplett verkleiden. Aber da muss man halt um die Ecke nähen sozusagen, ne? Also man müsste ja gucken, wie man das denn hier um die Ecke bekommt. Um das komplett mit Stoff zu verkleiden irgendwie ein bisschen. Oder halt eben mit Spitze oder was auch immer man so hat. Ich habe noch so ein bisschen was von diesen Jute-Dingern. Könnte man eventuell auch nehmen. Und dann könnte man das auch so machen, dass man tatsächlich von außen und innen einmal so die Kante umklebt. Und das kann man dann an jeder Kante eigentlich auch irgendwie machen, oder? So ein Stoffrahmen. Oh, ich habe keine Ahnung. Ich bin gerade ein bisschen ideenlos. Aber was heißt ideenlos? Ich habe so ein paar Ideen, aber die alle so gut sind, bin ich noch nicht so bei. Also man könnte das hier so kleben. Dann würde sich das Leinen wiederholen. Eigentlich keine schlechte Idee. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Und da könnte man jetzt natürlich auch wieder mit Klebeband arbeiten, dass es danach auch gut hält. Also ich würde das jetzt einmal hier abschneiden. Ich mache das jetzt einfach, ne? Gut, hier riffelt das natürlich auch ganz schön. Ein bisschen noch abschneiden. Und genau, ach so, von außen muss ich das Ding ja auch noch kleben, damit das hier schön zu ist. Ja, das ist vielleicht keine schlechte Idee. Machen wir das als erstes. Machen wir mal hier super, ach nee, das war super thick. Machen wir das diesmal damit. Super thin ist das jetzt nicht. Aber ich glaube, es ist doch tatsächlich ein bisschen dünner als das andere. So, und dann wollen wir das mal hier schön anlegen, dass es passt. So. Und dann haben wir auch hier Leinen außen. Und diese klebrigen Ecken, die ich jetzt hier habe, weil das klebt ganz schön, die werde ich jetzt, wie gesagt, mit dieser Jute hier einfach verkleiden. Und das würde ich jetzt hier tatsächlich eventuell... Oder klebe ich da eine Spitze einfach nur drauf? Oder machen wir es doch mit Strukturpaste? Leute. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich werde darüber sinnieren müssen, bevor wir weitermachen, glaube ich. Weil mir fällt jetzt gerade noch nichts Schlaues ein. Ich hatte ja jetzt schon ein paar Ideen, aber... Was ist mit so einer dünneren Spitze einfach draufkleben, damit es einen Rahmen gibt? Ne, es ist mir zu dünn, das mag ich nicht. Aber ich habe ja vielleicht auch noch dickere. Mal gerade einmal gucken. Ich hätte noch... Naja, davon habe ich zu wenig. Es müsste natürlich auch was sein, was ein bisschen mehr ist. Und meine Spitze, die ich so noch hatte, die passt so farblich nicht so richtig. Muss man gerade einmal gucken. Nee. Aber ich habe immer noch Bänder. Wo hatte ich denn die Bänder? Ein paar Bänder habe ich hier auch noch rumfliegen. Vielleicht kann man davon irgendwas nehmen. Hier habe ich zum Beispiel so eine... Die ist so super. Guck mal, habe ich gefunden. Manchmal reicht ja auch ein Griff in eine Tüte. Das ist doch wunderbar. Ja, das sieht gut aus. Müsste man gucken, wie man das dann festmacht. Am besten wäre nähen, aber das kann ich vergessen mit meiner Maschine. Ich glaube nicht, dass das gut klappt. Könnte man sogar einmal hier so nähen. Aber wozu nähen? Man kann es ja auch kleben. Und dann hat man das Buch. Ja, hier wird es ein bisschen blöde, ne? Aber ich fände das schon schön. Und dann könnte man das oben auch. Und ich glaube, es würde sogar reichen für vorne und hinten noch. Oder mache ich da eine andere Spitze? Also, bei mir gibt es den ganzen Prozess. Ich habe hier noch... Gerade mal gucken. Ich habe noch eine Kiste... Mit so verschiedenen Bändern. Moment. Da ist sie. Also einige Sachen habe ich ja tatsächlich auch noch hier erreichbar, direkt. Ich hatte doch hier auch sowas zum Beispiel, so ein Geschenkeband. Von den Farben her wäre das nicht schlecht, aber es gefällt mir noch nicht so ganz. Ich könnte auch was Schlichtes nehmen, wie so ein Satinband. Ich habe hier so ein weißes. Na, aber weiß ist, so, ist mir zu wenig Vintage. Guck mal, ich habe hier noch so ein Winterding, aber das ist zu breit. Das
sieht nicht gut aus. Dann hätte ich noch hier so ein Geschenkding. Ja, das ist doch schön schlicht. Warum nicht, wenn man das jetzt hier so drunter packt? Müsste man mal gucken, wie es aussieht. Das ist eigentlich ganz nett, oder? Irgendwie ist das zu viel. Aber weißt du, was ich gerade überlege? Vielleicht sollte ich das hier damit einschlagen. Muss ich nur gucken, ob ich genug davon habe, weil das ist echt ein bisschen wenig, was ich davon habe. Und dann nur die Vorder- und Rückseite sozusagen. So die Kanten. Die könnte man franseln lassen. So. Das sieht ja ganz gut aus. Obwohl, so rum sieht das ja auch nicht schlecht aus, ne? Ja, das Ding ist halt eben immer die Kante. Wie macht man nachher die Kante, damit das gut aussieht? Wenn ich das so mache und so und das da dann dran, dann fehlt mir so eine blöde Ecke. Also, ich glaube, ich mache für heute erstmal Schluss. Hier habe ich noch braunes Satinband. Leute, man darf auch nicht zu viel überlegen, sonst artet das komplett aus. Ich gucke, oh, upsi, Entschuldigung, 1:06. Komm, wir machen das jetzt hier trotzdem nochmal fertig, dass du zumindest ein bisschen und vor allem ich ein bisschen ein Gefühl habe von, ich habe heute was geschafft. Und zwar werde ich dieses Satinband komplett umziehen, einmal drumherum. Und mit diesem Band mache ich halt eben dieses ein bisschen extra, damit es einfach hübsch ist. So, jetzt habe ich schon hier das, ist das mit so einem blöden, hässlichen Klebeband fest. Muss ich gerade einmal gucken, was die hübschere Seite ist. Die sind ja tatsächlich bei diesem Band beide schön. Dann kann ich auch die Seite nehmen. Okay, und dafür nehme ich gutes, doppelseitiges Klebeband. Ganz normales, dünnes so, ne? Es muss jetzt nichts Spezielles, Dickes sein, sondern so, dass das hier mit dem Band gut passt. Jetzt muss ich einmal gerade ausmessen, welches denn gut passen würde. Ich denke mal, das ist ein gutes Band, das wird gut passen. Und das werde ich jetzt einfach mal hier anbringen. Dann habe ich schon mal grob eine Kante, ne? Mache ich das oben, unten und an der Seite. Und das mache ich dann richtig hier so auf die Kante. Upsi, das ist wirklich starkes Band. Es klebt ganz gut. Und damit kann man wirklich solche Sachen auch festkleben. Tatsächlich wird auch im Scrapbooking viel benutzt, dieses 3M oder so. Ich weiß nicht, ob das von Scotch ist. Ich habe keine Ahnung. Findest du bei Amazon? Ich weiß gar nicht, ob ich dieses doppelseitige Klebeband hier verlinkt habe. Aber für die Leute, die das überhaupt nicht kennen, könnte ich das ja mal tun, oder? Könnte ich doch mal machen, ja. Also es klebt schon ziemlich Bombe. So, und das werde ich dann hier zwischenpacken. Und zwar werde ich hier die Ecke schon mal abmachen, damit das in einem übergeht, die Klebe. Vorausgesetzt, ich kriege diese Ecke hier zu packen. Klebt das quasi schon da drauf, sozusagen. Und dann kommt das hier schön an die Kante. So, das schneide ich jetzt auch ein bisschen großzügiger ab. Und dann wird das hier mit unter die andere Schicht Kleber drunter gepackt. Warte, ich muss das mal zur Seite packen. So, und hier mache ich die eine Ecke ab. Na, komm schon. So, und dann kommt das... jetzt ist das eingerissen. Jetzt habe ich es. So, das kommt da drauf. So, und dann kann ich das hier abnehmen. Und dann kann man hier dann einfach kleben. Ach, das war nicht so schlau, sehe ich gerade. Weil ich habe jetzt gar nicht geguckt, dass die untere Schicht von dem 3D-Zeug, dass die auch verdeckt wird. Ja, das war nicht so schlau. Gut, also dieses doppeldicke, dieses doppelklebrige, weißt schon, das sollte doch durchaus ein bisschen dicker sein.
Ein bisschen dünner sein, so. Damit du es nachher gut verstecken kann. Ah! Mann. So, darauf passt das jetzt eigentlich ganz gut. Und dann ist das hier auch schon schön. Aber ich lasse es natürlich nicht so, denn ich mache jetzt auch mit dir zusammen hier nur die Front noch, ne? Den Rücken, den mache ich einfach nur mit diesem Saturnband, würde ich fast behaupten, dass ich das so mache. Warte mal. Wie ist diese schöner? So. Und die Ecken werden nachher noch ein bisschen verziert. So, dass man das dann auch nicht mehr so sieht. Also verstehst du, was ich meine, ne? Hier kommt in die Ecken, mache ich noch irgendwas. Könnte sein. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Ich habe es schon öfter gesagt, dass ich es noch nicht weiß. Aber es ist auch so. Es ist, so. Das kommt hier vorne auf jeden Fall dran. Und das werde ich mir hier ganz großzügig abschnibbeln. Denn ich habe überlegt, ob es nicht vielleicht sogar schlau wäre, das einmal umzuschlagen nach innen. Damit das nachher auch gut hält. Also nee, so viel nicht. Ich glaube, das wird zu viel. Weil das hier ist ein Gummiband tatsächlich. Das soll ja da drauf. Ich glaube, das klebe ich jetzt auch mit dem starken Kleberding. Und wir gucken das nächste Mal, was wir da sonst noch mitmachen. Ich habe jetzt tatsächlich gerade gar keine Ahnung. Bevor du hier noch ganz blöde wartest, guckst du einfach das nächste Video und dann geht's weiter. So. Irgendwas stimmt mit meinem Jack nicht. Der kommt mir vor, als hätte ich den irgendwie krumm gemacht. Und ich glaube, ich weiß auch, wobei das passiert ist. Nämlich bei meinem scheiß Siegel, was ich nicht von der Marmorplatte abbekommen habe. Da habe ich nämlich ein ganz tolles Video gedreht, wo ich nur Unfälle hatte. Ja, ziemlich viele. Mal wieder. Hatte ich ja schon lange nicht mehr. So, ja, wenn ich das nachher mit Papier, das ist sowieso zu wenig. Ich denke, ich werde das einfach dann so kleben. Aber ich habe mich gerade überlegt, es macht überhaupt gar keinen Sinn, das umzuschlagen. Es darf ja auch ruhig mal ein bisschen, ne, aussehen, wie es halt aussieht. So, und Agnes ist überhaupt nicht zufrieden. Ich habe mir das alles viel schöner vorgestellt. Jetzt ist das irgendwie nicht so richtig. Aber es macht nichts. Ich mache jetzt hier noch eine zweite Schicht einfach drüber. Mit diesem Ding. Das sieht auch schön aus. So, jetzt werde ich aber ein bisschen hier verrückt. Warte mal. Was ist hiermit? Ja, dieses 3D habe ich mir doch cooler vorgestellt. Ne? Es ist jetzt nicht ganz so cool geworden, wie ich gehofft habe. Nur ein bisschen cool. Aber noch nicht so ganz cool. Das ist ja... Ach, Menno. Das nervt mich jetzt total. Das hier müsste ich hier drüber packen. Ich glaube, das mache ich auch, oder? Das ist ein bisschen zu dünn vielleicht. Ach, nee, das sieht nicht so schön aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber die Idee ist doch cool. Also die Idee gefällt mir echt, aber die Umsetzung ist mal wieder total in die Hose gegangen. Ich habe ja hier noch so eine Spitze. Oh, das könnte gut werden. Ich glaube, das gefällt mir. Das würde ich sogar dann einfach so darüber machen. Und vielleicht auch einschlagen so ein bisschen. Weil das ist relativ dünn, diese Spitze. Und da würde ich jetzt auch mit Klebeband arbeiten. Vielleicht eine Spur dünner. Muss ja nicht ganz so dick sein. Weil ich muss das auf zweimal kleben. Ich muss es quasi hier auf das Saturnband kleben. Und dann auf den Rücken vom Buch. Das heißt also, eins würde ich so kleben. Ganz nah hier dran. Und da kommt dann das eine Stück der Spitze drauf und das andere kommt dann hier drauf. Gut, man sieht jetzt gleich von dem Dings nicht viel. Von dem Saturnband. Aber man sieht es zumindest braun durchschimmern. Und
Das würde man ja sonst gar nicht sehen. Dann wird es überhaupt nicht so zur Geltung kommen. Deswegen ist das schon okay so. Na komm schon. Also ich glaube, sollte ich mir dieses Video jemals angucken, werde ich es in vierfacher Geschwindigkeit gucken. Ne? So, und zwar gehe ich hier genau auf die Kante und da so ein bisschen drüber. Und damit habe ich alles verkleidet und das mache ich natürlich nur ganz vorsichtig, weil das muss ja auch noch hier drum gehen. Ne? So. Und wenn ich das jetzt nach innen packe, dann könnte man das theoretisch ja auch schon irgendwie mit ein bisschen Kreppband vielleicht einfach erstmal nur mal fixieren für den Moment. Noch gar nicht richtig festmachen, aber schon mal so ein bisschen klar machen, dass das nachher hier noch umgeklappt werden soll. Ja, das war ein bisschen sehr knapp, würde ich sagen. Sehr, sehr knapp bemessen. Eigentlich, glaube ich, fast zu knapp. Das hätte man ja tatsächlich noch in das Innenstück. Ich hätte das Innere vielleicht doch noch nicht kleben sollen. Das hätte man ja hier drin jetzt verstecken können. Gut. Aber es ist jetzt, wie es ist. Und es ist immer noch ein Junk Journal. Und ich finde, da sollte man auch ruhig mal ein bisschen 5 Grad sein lassen. So, hier hast du jetzt also keine Kante mehr, die nervt. Sondern es ist alles hier ein Brei. Also eine Einheit. Und das bisschen, was jetzt hier noch übrig ist, hatte ich ja gerade eben schon gesagt, das gefällt mir nicht. Und es gibt ja die Möglichkeit doch noch, vielleicht hätte ich, oh, das hätte ich machen können, das hier noch mit drunter. Nur die Farbe gefällt mir jetzt natürlich nicht. Aber man hätte da durchaus noch ein bisschen was drunter packen können. So unter, also die Spitze, das Seidenband quasi noch mal ein bisschen dicker machen. Kann man jetzt aber ja immer noch, noch so ein Stück drauf machen. Dann sind das halt 4 verschiedene Stile. Ist doch nicht schlimm, ne? Das kann man hier dann drunter verstecken, so ein bisschen. Ja, das ist ein viel gelacedes Cover. Also mit vielen Schichten. Das finde ich gar nicht so übel. Genau. Und das mache ich jetzt hier gleich einfach mal auch auf Klebe fest. Und weißt du was? Diese Ecke kann man hier ganz gut verstecken. Mit eventuell sogar noch ein bisschen mit reinstecken, so. Und diese Seite, da kann man auch nachher noch ein Siegel drauf machen oder sowas, ja? Bei der hier würde ich das dann nicht mehr machen, also das wäre dann ein bisschen zu viel, aber das könnte man da auch noch ganz gut machen. Ich glaube, ich habe das schon ganz gut gelöst hier jetzt. Das gefällt mir jetzt nicht ganz so übel. Genau, so und das hier, das kommt dann mit hier so ein bisschen drunter. Das verkleben wir dann auch gleich direkt. Und dann nehme ich auch einmal nochmal Klebeband. So, das kommt da jetzt sozusagen dann hin. Am besten fange ich dann auch hier an. Kann ich das nämlich da besser abschneiden. So, und zwar so, dass das schön mit der Kante hier abschließt. So. Das kann ja, wie gesagt, ein bisschen drüber sein. Das ist nicht so schlimm. Und es ist schon richtig witzig, wie sehr man dann doch am Ende so auch Stückelsachen macht. Ne? Also ich stückel ja dann doch recht viel. So, das ist... Und dann kommt das hier hin und das kommt dann einmal da drunter mit. So ein Stückchen noch abschneiden, dass es damit runterkommen kann und unter die Spitze schieben. Genau, so. Wenn ich das dann jetzt abnehme, dann klebt die Spitze und dann passt das alles ganz gut. So, und die würde ich jetzt dann gleich einmal da festkleben. So, hier einmal nochmal drunter schieben, so ein Stück. Und das hier auch einmal aufklappen und mit drunter schieben. So, dann ist das hier fest. So, guck mal, ich habe es gerettet. Findest du nicht? Sieht doch gut aus. So sieht das doch total schick aus. Ja, kann ich gut mitleben. Und ein bisschen Verzierung kommen da auf jeden Fall noch mit drauf, weil ich das ziemlich geil finde. Ja, es ist, ich finde, es ist ein super interessantes Cover. So, das Gleiche werde ich jetzt mit der Rückseite machen. Nur damit du das weißt, ich werde das jetzt mal nicht on Kamera machen, weil das dauert echt viel zu lange. Und ich werde das jetzt quasi genauso aufbauen. Ja,
dass du das quasi auch so nachbauen kannst, so mit ähnlichem Material, weil also das gleiche hast du vielleicht nicht, aber das macht ja nichts. Okay, das war eine schwere Geburt, aber wir haben es hingekriegt und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen, für deine Geduld und wir sehen uns beim nächsten Cover-Video. Bis dann, ciao!